Willkommen zur 13. Folge von Alles über Polen, dem Podcast zur polnischen Politik, Geschichte und Kultur. Wir zeichnen auf am Dienstag, den 27. August. Mein Name ist Bastian Sentard, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Polen-Institut im Büro Berlin, frisch ausgeruht aus dem Sommerurlaub und voller Tatendrang. Ebenso frisch ausgeruht und voller Tatendrang und bereit zur Diskussion mit mir sind heute Peter Oliver Löw, auch frisch ausgeruht und seit Wochen bereits intensiv damit beschäftigt, Texte zu schreiben, die mal geschrieben werden müssen. Ich mache mal eine kurze Pause für den Podcast. Und? Und Agnieszka Łada-Konefał, stellvertretende Direktorin des Deutschen Polen-Instituts, heute aus Warschau. Ja, schön, dass wir alle wieder zusammen sind. Wir genießen noch die schönen Augusttage, das gute Wetter in Darmstadt, in Berlin und in Warschau und befassen uns heute mit einem Thema, das ja zumindest über die Polen wahrscheinlich ähnlich hereingebrochen ist, in einer schönen Sommerzeit, die dann jäh durchkreuzt worden ist. Am 1. September, am Morgen des 1. September 1939 mit dem deutschen Überfall auf Polen, der gleichzeitig auch den Beginn des Zweiten Weltkriegs markiert. Unser Thema heute ist 1. September 1939. Woran erinnern wir? Wir werden uns ein bisschen damit beschäftigen, darüber zu sprechen, was ist eigentlich an diesem Datum passiert, was, wie wird der 1. September 1939 in Deutschland erinnert, vor allem aber natürlich auch in Polen erinnert. Und wir werden uns auch ganz konkret damit befassen, wie denn dieses Jahr am 85. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs dieses Datum erinnert wird. Bevor wir aber in Medias Res gehen, kommt wie immer unsere Rubrik Aktuelles. Und da hat sich über die Sommerpause tatsächlich einiges zusammengetragen. Wir werden nicht über alles sprechen, aber über vieles. Allerdings in der notwendigen Kürze. Nord Stream 2 und 1, die beiden Pipelines, die in der Ostsee verlegt wurden zwischen Deutschland und Russland, um den Gasfluss zu garantieren, wurden nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine 2022 gesprengt. Es gibt weitere vorläufige Erkenntnisse. Der Hauptverdächtige für die Sprengung ist ein ukrainischer Staatsbürger, der wohl sich in Polen aufgehalten haben soll. Deutschland hat ein Auslieferungsgesuch an die polnische Regierung gestellt. Diese ist dem nicht nachgekommen und wie es aussieht, ist der Tatverdächtige jetzt auch schon gar nicht mehr im Lande, sondern über alle Berge. Das war vor schon wieder ein paar Wochen, wurde heiß diskutiert in den Nachrichten, hüben wie drüben. Es gab in der Debatte auch den Vorwurf an Polen, dass es wohl eine Verstrickung von Polen in die Sprengung der Ostsee-Pipelines gegeben haben sollte. Es wurde sowohl von Premierminister Tusk als auch von Vizepremierminister Krzysztof Gawkowski sofort vehement bestritten. Und Donald Tusk hat sich es nicht nehmen lassen, auf X auch ja ein bisschen Kontra zu geben und hat wortwörtlich geschrieben, Zitat, an alle Initiatoren und Schirmherren von Nord Stream 1 und 2, das Einzige, was sie heutzutage tun sollten, ist sich zu entschuldigen und zu schweigen. Tusk-Beitrag wurde natürlich sehr scharf kommentiert, mit Besorgnis, warum der Premierminister Polen sich so scharf äußert und so kritisch äußert Deutschland gegenüber. In Polen wurde das eher positiv wahrgenommen, was er schrieb. Und da muss man wirklich für die deutsch-polnischen Kommunikation hier einige Aspekte kommentieren. Zuerst finde ich, diese Äußerung war schon scharf und sehr deutlich. Tusk ist auch bekannt, dass er solche Worte benutzt. Aber ich lese diese zwei Sätze aus dem Tweet, dass er vor allem den ehemaligen Chef des BND erwähnen wollte und ansprechen wollte, der sich in der Welt dazu geäußert hat und auch die Befundnisse der deutschen Justiz zitiert hat. Diese Person war
eher Befürworter der Pipeline. Und das hat, finde ich, Tusk gerade kommentiert. Also er wollte damit sagen, diejenigen, die mal bei dem Projekt beteiligt wurden und für das Projekt sich eingesetzt haben, sind nicht diejenigen, die jetzt das kommentieren sollen. Und das ist die polnische Wahrnehmung der Geschichte. Hier kann man sich fragen, ob die Person des ehemaligen Chefs des BNDs wirklich so wichtig ist, dass der Premierminister diese Worte kommentieren soll. Und das ist so typisch deutsch-polnisch, finde ich. Für die deutsch-polnischen Kommunikation stellen sie ja sehr oft fest, die Polen kommentieren und zwar es machen sich Gedanken, sind dessen bewusst, was in Deutschland gesagt wird, egal ob das der Scholz ist oder gerade ehemaligen hohen Beamten. Das ist typisch für die deutsch-polnische Kommunikation und oft sind die Polen sehr besorgt, zu sehr besorgt oder kommentieren das auch zu laut oder zu viel, wenn in Deutschland diese Person gerade keine weitere Bedeutung hat. Umgekehrt, die Deutschen kommentieren die Worte der Polen eher sehr selten. Das ist auch nicht immer ideal. Aber ich denke, wichtiger ist, um die polnische Wahrnehmung zu verstehen, auch zu betonen, also gerade diese Person, Chef der Sicherheitsdienste, das ist einfach ein Beispiel der deutschen Eliten für die Polen. Und so wurde das jetzt in Polen verstanden. Egal wie alt der Mann ist, wie lange er nicht mehr im Dienst ist, das ist eine Stimme, ein Kommentar, die Sorgen in Polen hervorruft. Ich habe selbst Anfragen bekommen, ja, heißt das jetzt ein Wechsel in der deutschen Wahrnehmung? Sind die Deutschen wieder pro-russisch und unterstützen sie eher Russland als die Ukraine? Und das muss man in Deutschland verstehen. Solche Kommentare auch von Leuten, die jetzt nicht mehr im Dienst sind, als Vertreter der deutschen Eliten, machen einfach in Polen Angst, Sorgen und werden auch einfach kommentiert. Ja, in Deutschland hat das natürlich schon eine gewisse mediale Aufmerksamkeit erfahren, Tusks Zweizeiler auf Twitter oder X. Und ich persönlich finde, dass er da ein bisschen zu weit gegangen sein könnte. Das ist für die deutsch-polnischen Beziehungen nicht gut, einen solchen doch eher konfrontativen Tweet rauszuhauen. Aus deutscher Perspektive hat er da ein bisschen übertrieben. Er hat natürlich irgendwie recht, erinnert Deutschland an seine Verantwortung und auch an seine, Fehler aus den vergangenen Jahren, als die deutsche Politik viel zu russlandfreundlich war und Nord Stream befürwortet hat. Aber in der aktuellen Situation, wo eigentlich alle darauf hoffen, auch im politischen Berlin, dass die politischen Beziehungen zwischen Deutschland und Polen besser werden, wird das nicht unbedingt helfen. Auf der anderen Seite kann man diesen Tweet auch so lesen, dass hier die polnische Regierung ein bisschen dünnhäutig reagiert, als habe man selbst da etwas vielleicht mit zu verantworten an dem Anschlag auf die Pipeline. Und wenn man sich an die Geschichte polnischer geheimdienstlicher Aktivitäten erinnert oder auch Verwicklungen, da kam mir gerade in den Sinn, dass es mal vor vielen Jahren diese CIA-Folter-Gefängnisse in Masuren gegeben hat, was auch jahrelang von der polnischen Regierung abgestritten wurde. Das ist irgendwie so eine gewisse, so eine geheimdienstlich-politische Gemengelage, in die Tusk hier mit seinem Kommentar reingeht. Man kann das alles vermuten und alle Mutmaßungen anstellen. Er hat damit eigentlich gar nichts geklärt und aus dem Weg geräumt, sondern einfach nur mehr Öl in verschiedene Feuer gekippt. Das war nicht so wahnsinnig geschickt. Dieser Tage hat sich mein Arbeitsweg ins Büro in Berlin verändert. Ich fahre nicht wie gewohnt mit der S-Bahn, sondern mit dem Fahrrad. Grund ist eine Renovierung der Strecke. Das hat seine Nachteile, aber auch Vorteile. Man kann nämlich den Fortgang der Fertigstellung der neuen polnischen Botschaft unter den Linden begutachten. Und diese Botschaft wird auch bald einen neuen Hausherrn haben, nämlich den neuen polnischen Botschafter. Der ist schon da und gleichzeitig ist er noch nicht da. Wer kann uns aufklären, warum das so ist? Ja, in der Tat, das ist damit verbunden, dass viele polnische Botschafter, viele Top-Diplomaten eigentlich schon in die Länder fahren oder gefahren sind,
wo sie auch Botschafter sein sollen. Aber der Präsident Duda hat noch nichts unterschrieben. Laut dem polnischen Recht muss der Präsident immer die Nominierung unterschreiben. Und der Duda hat das verweigert. Er meinte, zu viele Botschafter wurden oder will jetzt die neue Regierung, oder nicht mehr so die neue, aber die heutige Regierung austauschen. Und er als Präsident macht das nicht mit. Und auch der Jan Tombinski, das ist so ein Fall. Wie gesagt, er ist schon jetzt in Berlin seit dem 20. August, aber der darf noch nicht Botschafter genannt werden. Er ist Geschäftsträger ad interim der polnischen Botschaft in Deutschland. So steht das offiziell und mal schauen, wann das sich ändert. Aber vielleicht kurz zu seiner Person, für diejenigen, die ihn nicht kennen. Und ich denke, einige werden ihn doch kennen, weil der schon in den diplomatischen Kreisen bekannt ist. Er ist Germanist und Historiker, aber vor allem seit immer Diplomat. Der war Botschafter in Slowenien, in Frankreich, dann ständiger Vertreter der Republik Polen bei der Europäischen Union. Und das ist gerade interessant, auch als die erste polnische EU-Ratspräsidentschaft in 2011 stattgefunden hat. Das ist soweit interessant, weil jetzt die zweite polnische EU-Ratspräsidentschaft im nächsten Jahr stattfindet. Also der kennt sich aus, auch wenn er jetzt in Berlin und nicht in Brüssel sein soll. Er war auch danach Botschafter der Europäischen Union in der Ukraine, auch in der Krisenzeiten 2012 bis 2016, dann beim Heiligen Stuhl auch. Und jetzt ist er in Deutschland, also wirklich Top-Diplomat, ein Experte. Und ich denke, das ist schon ein Unterschied. Oft fahren eher politisch nominierten Expertenpersonen als Botschafter. Jetzt hat die polnische Regierung wirklich einen Berufsdiplomaten gefunden. Also das ist eher so wie normalerweise in Deutschland. Mal schauen, mit welchen Prioritäten er anfängt. Privat vielleicht zu seiner Person ganz kurz, weil das ist auch interessant. Er spricht Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Russisch, Tschechisch, Ukrainisch und Slowenisch. Und verheiratet ist er mit einer Linguistin, Agnieszka Tombinska, und sie haben zusammen 10 Kinder. Na, da sind wir auf jeden Fall mal gespannt. Wir werden Herrn Tombinski, den Geschäftsführer ad interim, am Sonntag ja aller Voraussicht nach begrüßen dürfen. Darf man das sagen? Ja. Ja, am Sonntag, am 1. September gibt es eine Gedenkveranstaltung zum 85. Jahrestag des Überfalls Deutschlands auf Polen. Und da werden wir Herrn Tombinski auf dem Gelände der Krolloper. Aber zum 1. September kommen wir gleich noch, vielleicht noch ganz kurz eine Neuigkeit aus Polen. Dort ist nämlich der 4. Band des deutsch-polnischen Geschichtsbuchs Europa, unsere Geschichte, Europa, nasza historia, endlich zugelassen worden zum Schulunterricht. Das war unter der PiS-Regierung lange nicht möglich gewesen. In dem Band 4 geht es um die neue und neueste Geschichte, mit einigen Themen, die der PiS-Regierung nicht ganz genehm waren und der PiS-Bildungspolitik. Jetzt ist es geschehen. Der Band, der schon vor 10 Jahren und mehr von damaligen Außenminister Radosław Sikorski und seinen deutschen Amtskollegen als Großtat der deutsch-polnischen Beziehungen dargestellt wurde, ist jetzt, wo Sikorski wieder Außenminister ist, zugelassen worden. Es ist wichtig, aus symbolischen Gründen. Dieses Geschichtsbuch bietet bilateral einfach neue Möglichkeiten, in der Schule über die jeweiligen Länder ins Gespräch zu kommen. Man muss aber auch sagen, ein Bestseller ist das Geschichtsbuch weder in Deutschland noch in Polen geworden. Es wird hin und wieder eingesetzt, aber es ist nicht so, dass jetzt ganze Schulklassen ihre gesamte Geschichtsunterrichtslaufbahn mit diesem Schulbuch absolvieren. Da ist sicherlich noch Besserung möglich. Vielleicht gibt es ja jetzt ein bisschen Aufwand für das Geschichtsbuch. Genau, die ehemalige PiS-Regierung hat ja vor allem daran kritisiert, es ist ja der letzte Teil, der sich eben
unter anderem auch mit der Zeit des Zweiten Weltkriegs beschäftigt, dass hier eben verschiedene Aspekte nicht richtig betont worden sind, beispielsweise die Rolle der katholischen Kirche. Im weiteren Verlauf des 20. Jahrhunderts wurde kritisiert, dass der Fall der Berliner Mauer zu sehr überbetont ist im Vergleich zur Rolle der Solidarność. Und so wurde auch diese Genehmigung jetzt auf Twitter von den üblichen Verdächtigen der polnischen Konservativen natürlich auch heftig kritisiert. Es wurde gesagt, dass jetzt unter der Regierung Tusk die Deutschen den Polen wieder ihre Geschichtsbücher schreiben. Das muss man, glaube ich, alles, es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Diese Bedeutung des Geschichtsbuchs könnte besser sein. So maßgeblich ist es jetzt noch nicht. Und interessant fand ich auch, dass es ja nicht nur auf der polnischen Seite Kritik gibt, dass einige Aspekte nicht richtig oder zu wenig beachtet werden. Denn auch das deutsche Bundesland Bayern hat sich mokiert, dass die bayerische Geschichte viel zu wenig darin vorkommt und dass dieses Werk deshalb nicht so sehr geeignet sein würde. Ja, wir haben noch eine letzte Neuigkeit, tatsächlich relativ frisch, das ist gestern passiert. Alle werden es mitbekommen haben, dass es einen massiven russischen Drohnen- und Raketenangriff auf die Ukraine gab, wahrscheinlich der heftigste seit Beginn des Überfalls im Februar 2022. Und es ist wieder mal ein Flugobjekt auch in den polnischen Luftraum eingedrungen. Ersten Nachrichten zufolge handelt es sich dabei um eine Shahed-Drohne, also eine unbemannte Drohne aus iranischer Produktion, die an Russland geliefert wurde. Die Drohne ist wohl 35 Kilometer in polnischen Luftraum eingedrungen. Es sind auch Abfangjäger der polnischen Streitkräfte aufgestiegen. Die Drohne wurde auch über das Radar erfasst und ist dann verschwunden, voraussichtlich, weil sie abgestürzt ist. Es gab offensichtlich keine Explosion. Das hätte man mitbekommen. Diese Shahed-Drohnen sind mit mehreren Kilogramm Sprengstoff beladen. Sie wurde aber bis dato noch nicht gefunden. Wir hatten diese Situation ja schon einige Male und es zeigt eben, das macht uns, glaube ich, nochmal immer klar, Polen ist Frontstaat in diesem Krieg und ist eben auch an den Kampfhandlungen ganz nah dran. Und was vielleicht als letzter Satz, worüber auch spekuliert wird, ob denn nicht vielleicht diese Debatte wieder aufkommen könnte, die Polen ja auch vor einigen Monaten mit initiiert hat. Und zwar konkret die Debatte, dass die Flugabwehr der Ukraine eben auch von Ländern wie Polen unterstützt werden können, damit solche Flugobjekte bereits abgeschossen werden können, bevor sie den polnischen Luftraum in den polnischen Luftraum eindringen. Das ist, wird bislang von den westlichen Partnern abgelehnt. Mal gucken, ob jetzt vielleicht nochmal neue Bewegung in diese Debatte kommt. Jetzt kommen wir aber tatsächlich zu unserem eigentlichen Hauptthema der heutigen Folge, dem 1. September 1939. Und wir fangen eigentlich mal ja, ganz grundsätzlich an. Was geschah eigentlich am 1. September 1939? Wir haben schon gehört, das war der Beginn des Zweiten Weltkriegs mit dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen. Aber Peter, wie kam es dazu? Was waren so die wichtigen Ereignisse, die dazu geführt haben? Was muss man im Blick behalten? Und wie lief dieser 1. September 1939 eigentlich ab? Der 1. September 1939 begann morgens zwischen 4 und 5 Uhr mit verschiedenen militärischen Aktivitäten der deutschen Wehrmacht, der deutschen Luftwaffe. In Danzig wurde die Westerplatte beschossen, das polnische Munitionsdurchgangslager, die polnische Post in der freien Stadt Danzig wurde angegriffen. Gleichzeitig wurden die Weichselbrücken südlich der freien Stadt bei Dirschau, Tczew, bombardiert. Auf dem Staatsgebiet der Republik Polen. Die Stadt Wielun, eine Kleinstadt in der Nähe von Lodz, wurde bombardiert und quasi dem Erdboden gleichgemacht, aus der Luft bombardiert durch Stukas. Und die deutsche Wehrmacht überschritt die Grenzen an vielen Stellen und begann mit dem sogenannten Septemberfeldzug, was man damals so genannt hat. Einen Blitzkrieg, wie es später in der deutschen Propaganda hieß. Innerhalb weniger Wochen war die Republik Polen besiegt
Und Anfang Oktober konnte Adolf Hitler bereits in Warschau eine Siegesparade abhalten. Der 1. September bedeutete für die deutsche Öffentlichkeit genauso wie für die polnische Öffentlichkeit einen Schock. Andererseits hatte man schon seit Tagen und Wochen damit gerechnet, dass irgendetwas geschehen würde. Die Stimmung war bereits von deutscher Seite propagandistisch aufgeheizt worden. Es wurden unterschiedlichste Gräueltaten, angebliche Gräueltaten von Polen an der deutschen Bevölkerung in Polen in die deutschen Medien gebracht. Die deutsche Bevölkerung wurde vorbereitet auf diesen Angriffskrieg, den Hitler wollte, den die Nazis wollten, um ja, Lebensraum im Osten zu erobern, wie es damals zynisch hieß. Und gleichzeitig war es auch eine Reaktion auf die verschmähte Zuneigung, die Hitler gegenüber Polen an den Tag gelegt hatte. Man wollte Polen als Juniorpartner eigentlich in eine Koalition gegen die kommunistische Sowjetunion bringen. Polen hatte sich geweigert und dann hat man beschlossen, Polen anzugreifen. Passte alles sehr gut zusammen mit den antipolnischen Stereotypen in der deutschen Öffentlichkeit, mit den Ressentiments, die man in Deutschland hatte, nachdem Polen nach dem Ersten Weltkrieg wieder entstanden war und deutsche und preußische Gebietsteile übernommen hatte. Revision der Grenzen, Grenzrevision war etwas, was in der Zwischenkriegszeit in großen Teilen der deutschen Politik Common Sense war. Man wollte Polen wieder von der Landkarte verschwinden lassen. Und nun war auch in Deutschland wenig Widerstand gegen diesen Überfall auf Polen zu verspüren. Allerdings wusste man auch nicht so recht, wo dieser Krieg eigentlich hingehen sollte und was in den nächsten Jahren geschehen würde. Es war irgendwie ein Aufbruch in eine unbekannte Zeit. Und für Polen, darüber wird uns gleich Agnieszka sicher noch mehr berichten, in Polen war dieser 1. September der Anfang eines großen Leidens, einer großen Tragödie und letztlich auch wiederum der Aufruf an die polnische Bevölkerung, so zu handeln wie Generationen zuvor in Polen, nämlich Widerstand zu leisten und gegen die Besatzer aufzustehen, um gegen die Besatzung zu revoltieren. Seit dem 18. Jahrhundert hat Polen diese Tradition des Widerstehens, des Aufstehens, des Kampfes gegen Besatzungsmächte geübt in vielen Aufständen. Und nun sollte sich über mehr als 5 Jahre die Gelegenheit zu widerständigem Handeln wieder bieten. Nur noch ganz kurz, dieser Krieg der Wehrmacht in Polen war vom ersten Tag an ein Vernichtungskrieg. Die polnische Zivilbevölkerung wurde brutalst unterdrückt. Die polnischen Eliten wurden vom ersten Tag an gefangen genommen, teilweise erschossen in Massakern wie in den Wäldern von Piasnitz, Piaśnica, westlich von Danzig oder bei Bromberg und an anderen Stellen. Und die jüdische Bevölkerung wurde von den ersten Tagen an diskriminiert und bald schon 1940 abgesondert, in Ghettos eingesperrt und wie wir alle wissen, bald darauf zum Großteil vernichtet. Für die polnische Bevölkerung bedeutete die Besatzungszeit viele Jahre lang Tag für Tag Angst und Stress. Und für die deutsche Besatzungsmacht bedeutete die Besatzungszeit viele Jahre lang ja, ein Gefühl des Herrendaseins in Polen, ein Gefühl dessen, dass man sich an nichts, an keine Regeln halten musste. Man konnte mit dem besetzten polnischen Land und seiner Bevölkerung verfahren, wie man wollte. Eine Gesetz- und Grenzenlosigkeit, die uns in den deutsch-polnischen Beziehungen bis heute belastet, weil wir so viel aufzuarbeiten haben und so viel eigentlich noch nicht wissen über das, was mit diesem 1. September 1939 an geschah und was das für die Bevölkerung in Polen bedeutet hat. Das war wirklich eine sehr schwierige Zeit und man muss einfach verstehen, dass diese Zeit ist immer noch präsent in den polnischen Erinnerungen. Jede polnische Familie hatte jemanden verloren, Familienmitglieder wurden verletzt, Häuser verbrannt, Tiere von Landwirten geklaut oder einfach genommen, Männer mussten fliehen oder wurden verhaftet. Frauen alleine mit den Kindern geblieben, aber mussten sowieso für die Deutschen oder danach für die Sowjeten arbeiten oder Produkte liefern, wenn es auf dem Lande war. Also eigentlich jede polnische Familie hat wirklich alles verloren.
und hat wirklich gelitten. Und deshalb, das ist so ein symbolisches Datum. Natürlich, das geschah nicht alles am 1. September, aber alle in Polen wissen, was danach geschehen ist, gerade am 1. September angefangen hat. Und deshalb begegnet man dieses Datum in Polen immer noch und deshalb symbolisiert der Tag alle Leiden, alle Opfer und alles, was die Polen danach gelitten haben. Persönlich weiß ich einfach aus Familienerzählungen und das ist nur typische Geschichten in Polen. Und diese Erzählungen werden auch immer wieder im September wiederholt. Das ist einfach am 1. September oder später die Gelegenheit für diejenigen, die noch diese Erinnerung haben, darüber zu erzählen. Und diese Bewusstsein in Polen einfach ist da. Und das ist auch diese Erwartung, und das sage ich jetzt nicht nur als Polin, die das einfach alles immer wieder miterlebt, aber auch als Wissenschaftlerin, die das untersucht. Es gibt diese Erwartung, dass man das in Deutschland auch versteht, kennt, weiß, dass man diese Geschichte einfach lernt, dass man diese enorme Leid und Opfer der Polen anerkennt. Und das heißt, immer wieder wird auch wirklich beachtet, was in Deutschland am 1. September geschrieben wird, berichtet wird, was in Deutschland geschieht an dem Tag, weil das für die polnische einfach Mentalität, Emotionalität so wichtig ist, so prägend ist. Deshalb ist es so wichtig, was man gerade jetzt auch in Deutschland sagt oder wie man den Tag begegnet. Ich finde es eigentlich ganz interessant. Es gibt ja doch eine gewisse Diskrepanz. Wir kommen da auch eigentlich gleich schon zum nächsten Aspekt, nämlich der Erinnerung an dieses Datum. Also was bedeutet dieses Datum für uns, für die deutsche Gesellschaft und für die polnische Gesellschaft aus heutiger Sicht? Und da muss ich sagen, ist mir in der Zeit, in der ich in Polen gelebt habe, dann doch eine gewisse Diskrepanz in der deutschen Erinnerung aufgefallen. Also man kann für Deutschland jetzt, glaube ich, nicht sagen, dass es einen eklatanten Mangel an Beschäftigung mit der Zeit des Zweiten Weltkriegs gibt. Also ich glaube, der Zweite Weltkrieg ist doch sehr präsent in der Diskussion. Es gibt immer diesen diesen leicht ironischen Verweis darauf, dass der Spiegel im Prinzip kein Jahr lang ohne Hitler auf dem Titelbild auskommt. Wer das erste Mal im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz war, wird die Ikonografie des Eingangstors schon hunderte Male in verschiedenen medialen Darstellungen in Deutschland, in Zeitschriften, im Fernsehen gesehen haben. Es gibt viele Bilder, Filme, die mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun haben, die in Deutschland eigentlich omnipräsent sind, denen man sich auch kaum entziehen kann. Und gleichzeitig ist das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, dieser deutsche Überfall auf Polen mit seinen Konsequenzen, mit seinen Details, mit den Orten relativ wenig präsent. Also ich könnte mich nicht daran erinnern, dass das im Schulunterricht, im Geschichtsunterricht eine besonders herausragende Rolle gespielt hat. Worin liegt das eigentlich, Peter? Ja, der 1. September als Datum ist schon etwas, was den meisten Deutschen irgendwie es hat eine Bedeutung. Man weiß in der Regel, dass am 1. September der Krieg ausgebrochen ist. Und die beiden deutschen Staaten, die DDR und die Bundesrepublik, haben daran auch hin und wieder erinnert. Gerade in der DDR wurde der 1. September als Weltfriedenstag, so wie im gesamten Ostblock, thematisiert. Und in der Bundesrepublik Deutschland waren es die Gewerkschaften und die Friedensbewegung, die einen Antikriegstag an diesem Tag begangen haben, mit Protesten, mit Demonstrationen und Kundgebungen. Aber sowohl in Deutschland Ost wie in Deutschland West war nicht Polen Hauptgegenstand dieses Erinnerns am 1. September, sondern es war so die allgemeine
Botschaft nie wieder Krieg. Wir wollen verhindern, dass ein solcher Krieg wieder ausbricht, mit all den Konsequenzen, die er für Deutschland und für die deutsche Gesellschaft auch hatte. Dieses Erinnern in Deutschland bezog sich doch meistens auf die eigene Gesellschaft. Diese Kundgebungen fanden in der Regel auf den Marktplätzen von Städten statt, die im Bombenkrieg zerstört worden und wieder aufgebaut worden waren. Man hatte irgendwie immer das eigene Leid auch vor Augen und weniger das Leid der anderen. Dieses Gedenken richtete sich erst einmal in sich selbst hinein und war so eine Mahnung auch an die eigene Gesellschaft, die Nazis, die Faschisten nie wieder zur Macht kommen zu lassen und alles dafür zu tun, dass das nicht mehr so weit kommen kann. Und Polen blieb da komisch unterbelichtet in dieser Erinnerung. Und daran hat sich auch nur selten etwas geändert. Es gab 1989 zum 50. Jahrestag des Kriegsausbruchs in beiden deutschen Staaten, damals gab es die DDR noch für kurze Zeit, gab es viele Gedenkveranstaltungen und im Bundestag in Bonn damals sogar eine Debatte über den 1. September und über auch die Rolle, die dieser 1. September für Polen spielte. Das war der Versuch, auch mal auf Polen zuzugehen, mit Empathie und auch zu verstehen, was dieser 1. September für Polen bedeutet hat. Das war kurz nach Solidarność und den 80er Jahren etwas, was irgendwie auch etwas, was auf der Hand lag. Aber dieses Erinnern ist dann nicht stark vorangetrieben worden und in den letzten 30 Jahren ist wenig geschehen, um die Bedeutung des 1. Septembers für die polnische Bevölkerung, die polnische Gesellschaft, die polnische Geschichte stärker an die deutsche Öffentlichkeit zu bringen. Wir versuchen das in einigen Jahren zu verändern, aber das ist ein weiter Weg. Wie sieht das Ganze aus polnischer Sicht aus? Wie wird eigentlich an diesen 1. September in Polen erinnert, Agnieszka? Ja, das ist, wie gesagt, ein sehr wichtiges Datum. Also ich erwarte auch in diesem Jahr, alle Medien werden darüber berichtet, nicht was jetzt, welche Reden und gehalten werden und so weiter, aber werden viele historischen Erzählungen und Texte da veröffentlicht. Aber auch ich erwarte, in verschiedenen Orten werden Fahnen hängen. Und es wird einfach kommentiert. Das ist natürlich auch gerade wichtig, dass am 1. September in Polen immer das Schuljahr anfängt. Das ist so nicht wie in Deutschland, dass man Sommerferien in verschiedenen Regionen nicht in der gleichen Zeit hat, sondern in Polen alle polnischen Schüler fangen das Schuljahr am 1. September an. Und das ist soweit wichtig, wenn das gerade wirklich am 1. September stattfindet, manchmal das ist der Sonntag oder Samstag, dann das ist natürlich ein Anlass, auch darüber zu sprechen in den Schulen. In den manchen Schulen, also so kann ich mich erinnern, aus meiner Schulzeit wird das in der Tat thematisiert. Wir haben wirklich Kriegslieder gesungen. Wir haben uns auch schon vorher, vor der Sommerpause vorbereitet mit diesen Liedern. Jetzt habe ich von Freunden gehört, das auch immer so an manchen Schulen. Manchmal, dass eher dann später irgendwann im September, dass die Schüler das nachholen, dass sie den Grab des unbekannten Soldaten als Schuldelegation besuchen oder dass sie ja, irgendwelche Schülerwettbewerb haben. Das ist unterschiedlich, aber in der Tat, das passiert immer noch und einfach diese Gedanken sind da, das ist der 1. September, das ist September gerade und der Krieg hat im September angefangen. Und hier deshalb, das ist auch so immer auch geschaut, was in Deutschland gerade an dem Tag stattfindet, was passiert in Deutschland und die Frage wird immer wieder gestellt, ja, wie ist die deutsche Gesellschaft jetzt gerade? Wie sind die deutsch-polnischen Beziehungen nach so vielen Jahren nach dem Krieg? Das wird auch bestimmt heute so kommentiert. Wahrscheinlich ist es wichtig, auch nochmal für die deutsche Perspektive darauf zu betonen, warum Empathie für Polen und das Wissen um die polnische Sicht auf diese Zeit so wichtig sind. Denn es war eben ein anderer Krieg als der im
im Osten Europas geführt wurde, als wie im Westen Europas geführt wurde. Also ich glaube, diese Erfahrung des Verlusts und der Vernichtung der eigenen Staatlichkeit und der in Gang gesetzten Vernichtung der eigenen Nation, der eigenen Ethnie, ist einfach eine Erfahrung, die im Westen Europas in der Form nicht gemacht worden ist. Und es gibt ja ich bin immer ein bisschen vorsichtig, diesen Begriff des Trauma sehr zu überdehnen, aber ich denke, das spielt dabei in der polnischen Debatte eine wichtige Rolle. Also diese Erfahrung der drohenden Vernichtung und dann eben dieses Überlebt haben, lassen, glaube ich, dieses Datum des 1. September in Polen in eine ganz andere Rolle steigen, als dies in Deutschland der Fall ist. Und das ist, glaube ich, so dieser Moment, den man sich in Deutschland immer wieder vergegenwärtigen muss und sich eben auch klar machen muss, dass es nicht, ja, dass es nicht Aufgabe Deutschland ist zu sagen, wann diese Debatte jetzt vorbei ist, wann es jetzt mal genug ist, wann es der richtige Zeitpunkt ist, auch endlich mal abzuschließen. Und man hat doch schon so viel getan. Dieser Zeitpunkt ist noch lange nicht gekommen und darüber wird auch nicht Deutschland entscheiden, sondern darüber werden natürlich die Opfer des Zweiten Weltkriegs, der von Deutschland ausging, entscheiden. Deshalb ist es auch wichtig, sich mit diesem Datum intensiv und intensiver zu beschäftigen, gerade was die polnische Perspektive angeht. Und das passiert auch seit einiger Zeit und es wird auch am 1. September wieder passieren. Genau, seit 2019 sind wir am Deutschen Polen-Institut bestrebt, am 1. September in Berlin öffentlich dieses Datums zu gedenken. In diesem Jahr hätte eigentlich etwas, wir hatten eigentlich gedacht, dass es uns gelingen würde, im Bundestag eine Veranstaltung stattfinden zu lassen. Wir haben nicht damit gerechnet, dass das schwierig sein könnte, aber es ist schwierig, nicht weil der politische Wille fehlt, sondern weil das Datum ungünstig ist. Es ist nach wie vor Parlamentspause. Im politischen Berlin beginnt eigentlich erst in den nächsten Tagen die Arbeit wieder. Es wäre also politisch kaum jemand da gewesen, der im Parlament die Reihen hätte füllen können. Und so ist es am Ende doch wieder darauf hinausgelaufen, dass wir eine Open-Air-Veranstaltung machen auf dem Gelände der Krolloper, südlich vom Bundeskanzleramt, also an der Stelle, wo das Gebäude stand, in dem Adolf Hitler vor dem versammelten Reichstag am 1. September 1939 eine propagandistische Rede hielt, in der er den Angriffskrieg auf Polen verkündete und nach seiner Meinung auch begründete. An dieser Stelle werden wir also gedenken in einer kurzen Veranstaltung, gemeinsam auch mit der Stiftung Denkmal für den Morden Juden Europas und der dort angesiedelten Stabsstelle Deutsch-Polnisches Haus. Es werden Annalena Baerbock und Claudia Roth sprechen. Unser Präsident Heiko Maas, also der Präsident des Deutschen Polen-Instituts, wird sprechen. Frau Giffey wird für den Berliner Senat sprechen und der neue polnische Botschafter Jan Tombinski wird erwartet, um für die Republik Polen ein paar Worte zu sagen und es dürfen auch Blumen niedergelegt werden. Wir tun das an dieser Stelle, weil es keinen besseren Ort in Berlin gibt, um das zu tun. Es fehlt nach wie vor ein physischer Ort, an dem man des Überfalls auf Polen gedenken könnte. Seit vielen Jahren fordern ja viele Vertreter der deutsch-polnischen Community in Deutschland, dass ein solcher Ort in Form eines Denkmals geschaffen wird. Das Projekt Deutsch-Polnisches Haus ist eine Reaktion auf diese Forderungen. Im Rahmen des Deutsch-Polnischen Hauses wird ein Denkmal entstehen. Ich hoffe sehr, dass der Bundestag am Ende des Jahres sich damit befassen wird und ein solches Deutsch-Polnisches Haus verabschiedet. Das Bundeskabinett hat das ja vor wenigen Wochen schon gemacht, sodass in wenigen Jahren schon ein physischer Ort da sein wird in Berlin, an dem wir diesen 1. September begehen können. Es ist wichtig, diesen Tag als deutsch-polnischen
polnisches verbindendes Erinnerungselement zu begreifen, nur indem wir sowohl die deutschen als auch die polnischen Erinnerungsbedürfnisse miteinander verbinden und aufeinander eingehen, können wir die Dramen und die Tragik des Zweiten Weltkriegs irgendwann tatsächlich überwinden und auch dafür sorgen, dass in unseren deutsch-polnischen Beziehungen wir nicht ständig über die Erinnerung an den Krieg stolpern und ständig wieder zurückgeworfen werden auf die Vergangenheit. Wir müssen endlich dazu finden, uns pragmatisch mit der Gegenwart und der Zukunft zu beschäftigen, ohne die Vergangenheit zu vergessen. Aber wir müssen uns besser miteinander beschäftigen, was die Vergangenheit betrifft. Und dieser Tag und das Gedenken sollte dazu beitragen. Ja, vielleicht dann kurz dazu, was in Polen dann konkret geschieht. Wie immer versammeln sich viele an Westerplatte, also dort, wo auch der Krieg angefangen hat, und in Wieluń. Aber Westerplatte, diesmal wird die politischen Kreisen versammeln. Als deutsche Vertretung kommt Frau Manuela Schwesig, die jetzt auch den Bundesrat leitet. Und das ist die höchste deutsche Vertretung, die jetzt an dem Tag in Polen erwartet wird. Natürlich schade, dass der Bundeskanzler oder der Bundespräsident nicht kommen. Bestimmt gibt es bestimmt sehr viele Gründe dafür. Das ist immer hoch gespannt, wie welche Reden dann gehalten werden, wer was sagt und wie die Veranstaltung verläuft. Das werden wir bestimmt dann am 1. September alle hören können. Genau, also nochmal der Aufruf oder der Appell und auch der Hinweis am 1. September am Ort der früheren Krolloper in Berlin. Es gibt eine öffentliche Veranstaltung. Beginn ist ab 15.45 Uhr und Sie können dort gerne teilnehmen. Das Programm werden wir auch nochmal in den Shownotes zu diesem Podcast verlinken. Wichtig bei solchen Ereignissen ist ja auch immer die mediale Rezeption. Und in Deutschland gibt es ja doch die Chance, dass dieses Gedenken von anderen Ereignissen überschattet werden wird, zumindest ab 18 Uhr, denn dann schließen die Wahllokale sowohl in Thüringen als auch in Sachsen. Denn an diesem Tag werden die Landtagswahlen stattfinden. Das ist auch was, was man in Polen mit Kopfschütteln zur Kenntnis nimmt, dass man diese Landtagswahlen auf dieses Datum legt, zudem noch in einer Situation, in dem als rechtsextremistisch eingestufte Partei wie die Alternative für Deutschland, AfD, in den Umfragen zufolge sehr große Wahlerfolge möglicherweise dort einfahren wird. Das hat also alles ein bisschen ein Geschmäckle und da muss man sich tatsächlich fragen, ob dieses Datum in Deutschland ernst genug genommen wird, ob das Ganze ein Fauxpas ist, ob das Datum selbst nicht so wichtig ist. Ich würde mal fast vermuten, mein Bauchgefühl sagt mir, dass in Deutschland dann doch immer Geschäftsordnungen, Regularien dann doch über solche erinnerungspolitischen Befindlichkeiten obsiegen. Und das ist wahrscheinlich ein bisschen diese, was ich als typisch deutsch bezeichnen würde, dass wenn es ein bisschen mehr auf Gefühl und Empathie ankommt, dann ziehen wir eher mal den Aktenordner mit den Regeln hervor. Peter, was möchtest du dazu sagen? Ja, man muss auch noch berücksichtigen, dass Sachsen, wo ja gewählt wird, ja an Polen grenzt. Eigentlich sollte man gerade in Sachsen eine besondere Sensibilität für Polen haben. Nach meinem Eindruck ist es allerdings so, dass nicht alle Mitglieder der politischen Eliten in Dresden auch immer Polen mit auf dem Schirm haben, sondern man ruht da ein wenig in sich selbst. Auch hier wäre vielleicht mehr Miteinander und mehr voneinander lernen, miteinander reden immer sehr gut. Aber ich bin auch auf die Schlagzeilen gespannt, je nachdem, was für einen Wahlausgang wir in Dresden und in Erfurt haben werden, wie die polnische Presse dann berichten wird am 1. September. Nazis auf dem Vormarsch oder so. Also da kann man ja als
als Schlagzeilenschreiber für Zeitungen und im Fernsehen sich die schönsten oder auch die gruseligsten Headlines ausdenken. Für die deutsch-polnischen Beziehungen ist das sicherlich auch nicht glücklich, diese Wahlen an diesem Tag zu haben. Das war der Hauptteil unserer 13. Folge, die Erinnerung an den 1. September 1939 in Deutschland und in Polen. An diesem Sonntag ist es soweit und wir werden in unserer nächsten Folge bestimmt einmal darauf zurückblicken, wie denn dieser Tag verlaufen ist. Wir kommen, wie immer an dieser Stelle, noch zu unserer Abschlussrubrik, zu den polnischen Fundstücken. Und diesmal wird Peter anfangen. Peter, was hast du uns diesmal mitgebracht? Ja, ich habe jetzt die letzten Wochen dazu genutzt, verschiedene wissenschaftliche Aufsätze zu schreiben, die schon längst hätten geschrieben werden müssen. Einer davon ist ein Kapitel für die Geschichte Danzigs, Teil 6, wo es um die Zeit nach 45 geht. Man hatte mich gebeten, mich mit den Danziger Vertriebenen zu beschäftigen und zu schauen, welche Bedeutung eigentlich die 300.000 Deutschen haben, die nach dem Krieg in Deutschland lebten, aber sich immer noch als Danziger Gemeinschaft verstanden. Und ich habe viel recherchiert, unter anderem auch nach Wirtschaftsbetrieben, welche Danziger Firmen konnten denn nach dem Krieg in Westdeutschland neu beginnen, und bin auf den Namen Fritz Schulz gestoßen. Fritz Schulz war ein Pelzhändler, der 1948 in der Danziger Vertriebenenpresse als in Weinheim an der Bergstraße ansässig genannt wird, mit 200 Mitarbeitern. Und da habe ich ein bisschen gegoogelt und mit Entsetzen festgestellt, Fritz Schulz war ein Danziger Pelzgroßhändler, und er hat im Krieg im Warschauer Ghetto eine Fabrik geleitet, wo Jüdinnen und Juden für die SS und andere deutsche Organisationen Bekleidung und Pelze nähten. Und später wurde das nach Trawniki, in das Lager in Trawniki, ausgelagert. Mehr habe ich erstmal nicht entdeckt über diesen Fritz Schulz, über seine Nachkriegsgeschichte, über das, was er sich hat möglicherweise zu Schulden kommen lassen. Ich habe mal an das Stadtarchiv in Weinheim geschrieben, bin gespannt, ob man dort etwas über Fritz Schulz und über seine Nachkriegsgeschichte weiß. So kommt man eigentlich immer wieder auf die erstaunlichsten, aber auch ein wenig erschütterndsten Bestandteile unserer deutsch-polnischen und deutsch-polnischen jüdischen Geschichte, egal womit man sich beschäftigt. Okay, danke, Peter. Ich komme mal wieder in die nächste Gegenwart. Ich werde Ende September zu einer wissenschaftlichen Konferenz nach Krakau mich aufmachen. Ich hätte jetzt fast schon gesagt fahren, aber so weit ist es nicht gekommen. Ich hätte natürlich als klimabewusster Reisender gerne den Zug genommen. Es sind zwar 8 Stunden von Berlin nach Krakau, aber es gibt eine tägliche Direktverbindung und die Zeit lässt sich, wenn sie lang wird, im polnischen Speisewagen, dem Wars, recht gut überbrücken. Also das hätte mich nicht geschreckt. Was mich tatsächlich dann davon abgehalten hat, ist es wurde schon öfter als marode bezeichnet, der marode Zustand der Deutschen Bahn, der sich auch auf die deutsch-polnischen Beziehungen auswirkt, die im Schienenverkehr auf dem Abstellgleis gelandet sind. Denn zwischen Berlin und Frankfurt an der Oder wird die Strecke renoviert. Wie in ganz Deutschland werden die Strecken erneuert. Das führt zu vielen Streckensperrungen, Verzögerungen, Umleitungen. Was Deutschland und Polen angeht, führt es tatsächlich zu einem absoluten Chaos. Und noch schlimmer als das, was tatsächlich passiert ist, dass seitens der Deutschen Bahn eine absolute Unkenntnis darüber herrscht, was bei ihnen selbst eigentlich los ist. Also, wenn man auf der Seite der Deutschen Bahn diese Verbindung buchen möchte, kann man das tun. Es wird allerdings der Hinweis gegeben, dass man dieses Mal nicht direkt von Berlin nach Krakau fahren kann, sondern in Frankfurt an der Oder umsteigen muss. Im Kleingedruckten ist allerdings zu lesen, dass der Regionalzug von Berlin nach Frankfurt-Oder zu dieser Zeit nicht verkehrt, was einen natürlich zu der Frage bringt, wie man denn dann nach Frankfurt-Oder kommen soll. Wenn man des Polnischen mächtig ist, kann man allerdings auf die Seite von PKP, der polnischen Eisenbahngesellschaft, gehen. Die wissen nämlich, wie man von Berlin nach Frankfurt an der Oder kommt, und zwar mit einem Schienenersatzverkehrbus. Wenn man dann wiederum auf einer anderen Seite der Deutschen Bahn ein bisschen recherchiert, wo denn überall Streckensperrungen und Ersatzverkehre eingerichtet sind, dann kommt dort auch der Hinweis, dass zwischen Berlin und Frankfurt Oder ein Ersatzverkehr besteht, allerdings auch mit dem wichtigen Hinweis,
Bitte beachten Sie, dass der Ersatzverkehr nicht zu den gewohnten Abfahrtszeiten des Zuges und nicht notwendigerweise an den gewohnten Bahnhöfen stattfindet. Punkt. Mehr weiß man auf Seiten der Deutschen Bahn auch bei der telefonischen Auskunft nicht. Das hat mich dazu bewogen, letztendlich den Flieger diesmal nach Krakau zu nehmen. Ich freue mich darauf, wenn ich dann das nächste Mal wieder den Zug nehmen kann. So, und ein erquickliches polnisches Fundstück hat hoffentlich Agnieszka uns mitgebracht. Ansonsten müssen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer diesmal mit wenig Freude entlassen. Doch, also da, ich hoffe, ich kann schon was Optimistisches erzählen, aber vor allem dir, lieber Bastian, sagen, wen du alles in Krakau dann am Flughafen treffen kannst. Aber dazu komme ich gleich. Wie ich schon ge gesagt habe, am 1. September sind die polnischen Sommerferien vorbei. Das ist ein bisschen der Grund, warum man hier zurückschauen soll und sich fragen soll, ja, wie verbringen die Polen den Sommerurlaub, wohin fahren sie, wenn sie sich für Polen entscheiden? Und natürlich, das ist nicht überraschend, dass sie an der ersten Stelle die polnische Ostseeküste wählen. Das ist fast die Hälfte der Polen, die in Polen bleibt. Dann erst kommen Masuren und die polnischen Berge. Dann wählt so 9%, wenn es um Tatra-Gebirge geht, und noch weniger, wenn es um Beskiden, Sudeten und andere Regionen geht. Aber, und das ist genau, was ich betonen wollte, das heißt nicht, dass in den polnischen Gebirgen keine Touristen sind. Umgekehrt, seit so 3, 4 Jahren beobachtet man in Polen, dass immer wieder mehr Touristen aus dem Nahen Osten kommen. Also die kannst du, lieber Bastian, in Krakau am Flughafen bestimmt treffen, weil sie nach Krakau kommen und dann weiter Richtung Zakopane fahren. Nämlich Zakopane, das ist die Stadt, die sehr beliebt ist und wo sehr viele arabischen Touristen gerade im Sommer ihr Urlaub verbringen. Und zwar nicht mehr nur 2, 3 Tage, aber wirklich eine oder 2 Wochen, sagen die Experten der touristischen Organisation. Sie lassen da sehr viel Geld, sind deshalb sehr beliebte Touristen, die auch sehr gerne im Restaurant essen, 4-Sterne-Hotels buchen, also auch gerne einkaufen gehen. Auch wenn sie ein bisschen zu viel verhandeln für die polnischen Verhältnisse, sind sie natürlich auch deshalb beliebt, weil sie sehr viel einkaufen. Das ist ein Novum in Polen. Wie gesagt, vor 4, 5 Jahren, das war noch kein Thema. Aber jetzt angeblich, das ist Mundpropaganda, die dazu geführt hat, dass so viele aus dieser Region kommen. Angeblich, die Gründe sind, dass das Wetter in Polen so angenehm für die Touristen aus dieser Region sind, dass man schöne Landschaften hat, die man sonst zu Hause nicht genießen kann, Blumen, grüne Bäume und so weiter. Die lassen sich sehr oft dort fotografieren, wo viel Grün ist und viele Blumen gepflanzt werden. Also das ist für die polnischen Verhältnisse immer noch was Neues. Schätzungen sagen, bis zu 30% der Touristen in den polnischen Gebirgen sind jetzt aus dem Nahen Osten. Das ist ziemlich viel. Aber die kommen auch nach Warschau. Das hat mir jetzt neulich ein Taxifahrer in Warschau erzählt und sogar gezeigt. Schauen Sie bitte, hier ist so ein, oder so ein Hotel, und da sieht man sofort, hier steigen Sie ein, hier steigen Sie aus. Auch schon wieder ein Hotel. Schauen Sie bitte, hier gibt es weitere Touristen aus dem Nahen Osten. Also das ist schon wirklich
ein Phänomen, das jeder einfach beobachten kann. Das ist nicht nur das, was man hört in den Medien, sondern das ist die neue Realität, was freut, weil natürlich das ist gut, dass Polen ein gutes Image auch in anderen Ländern genießt. Schade, dass für die Deutschen nach Krakau zu kommen, dass es so kompliziert geworden ist, aber es gibt immer noch Möglichkeiten nach Polen zu kommen. Und gerade im Herbst bietet sich das an. Da sind nicht mehr so viele Touristen. Wie gesagt, die Schüler, die Studenten sind dann schon weg. Und auch die aus den arabischen Ländern kommen eher im Sommer. Deshalb, da bleiben viele Plätze frei. Da auch herzliche Einladung, deshalb jetzt auch im Herbst Polen zu besuchen. Nur noch ganz kurz in Klammer, nach Krakau komme ich aus Frankfurt am Main, eigentlich super. Da gibt es mehrere Flüge hin und her. Es ist ja irgendwie eher Berlin, das so ein bisschen abgehängt ist, was die Verbindung nach Polen angeht. Ein bisschen merkwürdig, weil Berlin ja doch deutlich näher an Polen liegt als Frankfurt. Ich bin zweimal im Herbst in Krakau und komme da, glaube ich, problemlos hin. Ja, also alle Berliner, macht mal ein bisschen Lärm und drängt die Politik endlich die Verkehrsverbindungen über Oder und Neiße zu verbessern, dass wir schnell nach Polen kommen. Ja, dein Wort in Gottes Ohr und dem Ohr des Senats und der Regierung in Brandenburg und natürlich auch im Bundesverkehrsministerium. Wir werden mal sehen, wie sich diese Sache entwickelt. Das war die 13. Folge von Alles über Polen. Wir haben heute über den 1. September 1939 gesprochen. Ich bin Bastian Sentert und ich habe mich gefreut, heute zu diskutieren mit Peter Oliver Löw. und Agnieszka Ładakowska-NV. Do usłyszenia. Cześć. Pa, pa.